So, gut. Gucken wir mal, das hier sieht wie ein Zwischenlager aus. Oh, hier ist ein kleiner Lagerraum. Aber der ist leer. Okay. Wir könnten jetzt danach da unten abbiegen. Was? Beinahe unter meiner Würde. So nach dem Motto, alle Wege führen irgendwie nach Rom. Könnten wir da lang abbiegen oder da weitermachen? Du bist ja ein Kumpel hier lang. Ich mache erstmal da lang weiter. Okay, Lagerräume. In denen nichts Wertvolles versteckt ist. Wahrscheinlich nur Nahrung und Werkzeuge. Wow. Hey, ihr seid doch diese Abenteurer. Ich ergebe mich. Bitte tut mir nichts. Ich werde euch auch nicht schreien. Ich will nicht sterben. Lasst mich bitte am Leben. Bringt mich bitte nicht um. Lasst ihr mich am Leben? Macht ihr's? Hä? Hä? Schweigt einfach, bitte schweigt. Selbstverständlich lassen wir uns sein Leben. Erzählt uns einfach alles, was ihr wisst. Ja, ich erzähle euch alles. Mein Chef Ptarion befindet sich im 4. Stockwerk. Er ist der Oberboss. Lasst ihr mich jetzt am Leben? Ja, und jetzt macht, dass ihr hier wegkommt. So eine Memme. Eine offene Wunde im Antlitz von Mutter Erde. Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. Und ja, hier hat mal wieder ihren Weltretter. Türe. Hinter dieser Türe. Ja, nichts leichter als das. Hinter dieser Geheimtüre ist es, soweit ich weiß, garstig. Also, soweit ich weiß, lauern hier keine Fallen, aber Untote. Eure Gesellschaft. Genau, hallo, düster Schreck. Willkommen. Was? Bei denen könnte vielleicht Untote vertreiben wirken, wenn ich nicht im Nahkampf wäre mit Talisa. Ja, gut. So, hier wäre ein Durchgang. Aber erstmal töten wir noch den düster Schreck hier. Genau. Und ich glaube, hier irgendwo wäre noch ein Durchgang, genau. Aber eins nach der Reihe. Wir gucken erst hier durch und dann gehen wir mal hier rum. Und dann haben wir alles abgedeckt, denke ich mal. Von dieser Ebene. Was wollt ihr lang? Ah. Ja? Ich hab genug davon. Und die Gruppe kommt nicht an Imoin vorbei. Mich kümmert, denn ich verschwinde jetzt. Wir wollt ihr nahe unter meiner Würde? So. Man kann's ja mal versuchen. Was? Dann gucken wir mal. Gut. Oh. Hier haben wir eine Dienstmagd. Oh, oh. Ach du meine Güte. Au, und das ist nicht so schön. Ihr habt eine Aufgabe. Was immer ihr braucht. Imoin sucht mal hier einen Feuer. Okay, Minz trinkt einen Heiltrank. Und dann stürmen wir bei den Raum rein. Ich bin ganz ohr. Was wollt ihr? Ihr habt geriffen? Okay, die Magd war so klug und ist geflohen. Die Magierin ist wieder tot. Ja? Das lief anders als geplant, aber es hat auch gerade so geklappt. So, wer bist du? Ihr seid doch ein paar Glücksritter, stimmt's? Keine Zeit zum Schwätzen, also weiter geht's. Ja, nichts leichter als das.
Okay, das war jetzt ein bisschen heftig und überraschend und ungewollt. Jetzt müssen wir wieder Khalid und Minsk etwas hochheilen. Noch eine Rufe. Oh, Hasszauberrolle. Sehr schön. Du bist ein Explosionstrank. Davon haben wir schon einen. Glück haben wir schon dreimal. Kriegst du also nochmal. Das ist cool, Berührung. Sehr schön. Okay, Magieschreiben hat funktioniert. Berührung hat auch funktioniert. Und die beiden Zauberungen können wir leider nicht identifizieren. Hm, schade. Ach ja. Ja, Jira, füll mal hier bei Minsk das, den Heiltrank wieder auf, was den wir gerade verbraucht haben. Du bist, ich hab genug davon. Immerhin, du guckst dir mal die Truhen hier an. Ach, wenn das nur die Küche ist, hier dürfte nichts sein, genau. Sieht jedenfalls aus wie eine Art Küche. Ah, hier ist sogar offen, aber hier ist auch nichts, okay. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Was? Du heißt Minsk, du heißt Khalid. Ja, oh allgegenwärtige Autorität. Du heißt nochmal ja? Minsk. So. Und jetzt heißt du noch einmal Minsk. Was wollt ihr? Und dann gucken wir uns weiter um. Nichts also. Leichter als das. Nein. Was wollt ihr? Hier lang. Dem Gang misstraue ich. Okay. Genau deswegen. Zum Glück habe ich hier Quicksave gemacht. Da war ich etwas unvorsichtig. So. Sicher ist sicher, dass keine Fallen hier lauern. Elf. Oh, wir haben, ich habe gerade jemanden jammern gehört. Gut, da gucken wir hier noch rein. Ins Nachbarzimmer, ob es da weitergeht. Ja, da ist sind auf jeden Fall wieder Wächter. Wächter sind kein Problem. Der Feuerball von Dina hier vorhin war auf jeden Fall schön gesetzt. Ah, hier ist der Weg nach unten. Okay, hier ist der Weg nach unten und hier sind die Zellen. Das heißt, wir müssen nochmal zurück und uns da oben umgucken. Ja, nichts leichter als das. Ich hoffe, ich habe alle Fallen auf dem Weg dorthin ausgeschalten. Fallen, ja, aber nicht alle Wächter. Was wollt ihr gut? Was gut? Ihr könnt ruhig da bleiben. Ja, einer unter meiner Würde. Das war der Wächter hier. Au, das war eine Falle, die ich übersehen habe. Immerhin, ich dachte, du kümmerst dich um die Fallen, die wir finden. Eine abgeschlossene Tür. Helft mir. Ah, Zellen. Sklave. Bitte, ich möchte keinen Ärger. Wenn ihr mich in Ruhe lasst, verspreche ich, artig zu sein. Ja, gut. Mit den Sklaven hier. Sklave. Du bist auch nur ein Sklave. Weil wir müssen diesen einen Bergarbeiter finden.
dass der uns hilft, rauszukommen. Dass der hilft, den anderen Sklaven rauszukommen. Helft mir. Aber hier ist er wohl nicht. Gut. Eine offene Wunde im Antlitz von Mutter Erde. Wenn ich könnte, würde ich sie stopfen. Was wollt ihr? Ja, gut. Beinahe unter meiner Würde. Das heißt, bevor wir hier runtergehen, haben wir hier noch den Raum, der nach Zellen aussieht. Helft mir. Und dann können wir ins dritte Geschoss gehen. Das ist meiner Meinung nach, glaube ich, nervigste Geschoss. Vor dem vierten. Ja, ja, ja. Mich komm hier lang. Okay, Evo, du guckst mal da rein. Achso, da ist ein Tisch im Weg. Helft mir. Bitte. Hey, ihr da, wartet mal, sagt, dass ich recht habe. Seid ihr nicht die Söhne, die dem Eisentor so viel Ärger gemacht haben? Nein, wir arbeiten für die schwarzen Kreige, wieder die Arbeitssklave. Ja, das sind wir. Woher hast du diese Information? Du siehst aus wie einer der Sklaven des Throns. Gut, ich heiße Cyril und ich bin Anführer dieser Sklaven unter dem Mantelwald hier. Ich habe schon von euch gehört, weil ich immer gut höre auf das, was die schwarzen Kreige zu sagen haben. Es scheint, als habe der Eisentod einen hohen Preis auf den Kopf von Talisa ausgesetzt. Das heißt wahrscheinlich ihr. Genug geredet, wir haben nicht viel Zeit, ich brauche 100 Goldmünzen. Der Hauptmann der schwarzen Krallen in der ersten Ebene ist nicht gerade für seine Loyalität zum Eisentod bekannt. Wenn ihr mir das Geld gebt, könnte ich ihn sicher dazu bestechen, wegzusehen, wenn ich mit dem Rest der Sklaven komme. Immerhin werden die meisten Krallen mit euch beschäftigt sein, also was ist. Ihr nehmt alles an Käufe, was du brauchst, und jetzt haut euch am besten so schnell wie möglich ab. Vielen Dank, ich wünsche euch das Beste und hoffe, dass ihr dem üblen Vorhaben ein Ende setzen könnt. So. Und du musst der Zwerg sein, von dem wir gehört haben. Erstmal hier die Tür öffnen. Hey, soll ich euch noch was schmieden, oder habt ihr den Fluss nicht gefunden? Nette Begrüßung. Oh, welch ein erfreulicher Anblick ihr darbietet, wer auch immer ihr sein mögt. Mir hängen diese Räuber zum Halse heraus. Ich bin die meiste Zeit eingefercht gewesen. Doch wenn ihr eine Keule erübrigen könnt, würde ich sie gerne für eure Sache schwingen. Ich habe nicht nur Muskeln, sondern auch in priesterlichen Dingen. Sondern bin auch in priesterlichen Dingen bewandert. Bei Clan gedient eine gute Gelegenheit, früheres Unrecht zu sühnen. Kann ich mich euch anschließen? Jede Hilfe ist willkommen, es gibt viel zu bewältigen. Wohl wahr, und keiner weiß das besser als ich. Der Eisendrohl hat mir diese Minen gestohlen, denn ich bin ihr rechtmäßiger Eigentümer. Vor 125 Jahren war sie die Heimat meiner Sippe. Scheltet mich einen Narren, ich habe ihnen vertraut. Vor vielen Jahren machte mich dieser verfluchte Rielta zum Spiel für den Thron. Keine schlechte Arbeit im Grunde. Doch dann ist es passiert. Ich erzählte ihm von meiner alten Heimat, davon, dass meine Sippe die ergiebigste Eisenmine aller Küsten besaß. Und davon, wie fast alle, die meinen, ums Leben kamen, als wir ein Flussufer durchbrachen. Die wenigen, die überlebten, ertrugen es nicht, wieder hinunterzugehen. Wir beließen die Mine so, wie sie waren, als ein riesiges, feuchtes Grab. Das alles erzählte ich meinem Freund Rieta, der mich daraufhin sogleich in Ketten legen und foltern ließ. Es blieb mir nichts anderes übrig, als den genauen Ort der Mine preiszugeben. Und nun verhilft unser Friedhof dem Eisenthron zu seinen Reichtümern, während er die Küste ausbluten lässt. Wenn ihr diese Pläne des Großes durchkreuzen wollt, müsst ihr mir helfen, die verdammten Minen wieder unter Wasser zu setzen. Sie haben die Bruchstelle verstopft, doch ich weiß, wie sich der Stöpsel lösen lässt. Dann werden diese Ratten allesamt in der Mine ersaufen, die sie an sich gerissen haben. Ich will euch den Weg weisen. Ja, leider sind wir immer noch voll, Kumpel. Braucht ihr was? Jetzt redet er mit uns. Ihr wart gut zu mir. Schlagt ein paar Köpfe ein, hört ihr? Du bist ja ein Kumpel. Ich hab genug davon. Ja, der Typ ist so ein Problem. Der ist nämlich eigentlich ein ziemlich cooler Charakter. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Ihr habt wie befohlen. Ja, denn ich verschwinde jetzt. Jetzt kommt die Boja da nicht mehr raus.
Zieh mal kurz die Meilenstiefel an, damit du schneller rennen kannst. Jo, genau, einmal um die Ecke. Okay. Und wieder auf deine normalen Stiefel wechseln. Das Problem ist, den Typen hier kann man nur hier anheuern, und zwar bevor man die Mine flutet. Wenn man die Mine flutet, ist rum mit der Sense. Ja? So. Ich würde sagen, wir versuchen mal hier zu rasten. Jawohl. Hat erfolgreich geklappt. Es gibt so viele Orte, an denen ich jetzt lieber wäre. Kalit, ja, mal nicht so viel. Komm, ja, hier heilt dich mal. Dann heilen wir noch mal Minsk. So, da sind wir einigermaßen gefeilt, wenn wir da runtergehen.